Ein Traktor, der druckt? Kein Witz. Ein Bregartner Startup hat einen druckenden Traktoranhänger gebaut. Mittlerweile fährt das Gerät alleine. Er drückt mit 50 Quadratmeter in der Minute und zum Tragen kommt das zum Beispiel, wenn man am Sonntag Live-Übertragung vom Vienna City Marathon anschaut. Die Reichsbrücke ist eine Hauptverkehrsader, da wird erst direkt vor dem Event die Strecke gesperrt, dann kommt der Pixelrunner zum Einsatz und dann erfolgt schon der Startschuss. Es ist der erste Outdoor-Drucker der Welt. Er druckt nicht auf Papier, sondern auf Rasen, Schnee und Asphalt. Im August 2016 hat Rainer Kagel mit seinen Kollegen das Startup Pixel Runner gegründet. Leicht war es nicht. Ich glaube, dass ein Startup, und das ist fast per Definition so, immer irgendwo mit einem Schritt vor dem Abgrund steht oder an der Kippe steht. Wir sind in einer Hardware-Entwicklung und Hardware-Produktion. Da sind für jeden Entwicklungsschritt ihre Summen im Spiel. Und da ist es natürlich umso wichtiger, dass man auch wirklich verlässliche und gute Partner an der Hand hat, die solche Sachen auch mittragen. Gründerhelfer. Sie unterstützen beim Businessplan, bei Markttests und im Förderdschungel. Da geht es so ganz grundlegende Entscheidungen, welche Unternehmensform ist die richtige? Was muss ich tun, wenn ich einen ersten Mitarbeiter anstelle? Wo bekomme ich meine Kunden her? Wo bekomme ich Geld her, wenn ich etwas aufbauen möchte? In Oberösterreich gibt es jetzt eine weitere Anlaufstelle für Neugründer. Dahinter stecken 10 Gründungsinstitutionen, von der Fachhochschule Oberösterreich bis zur Wirtschaftskammer. Wenn es dann losgeht, eine rechtliche Beratung, eine finanzielle Beratung, wie geht es mit den Förderungen, brauche ich vielleicht einen Coworking Space etc., dann wird es meistens sehr eng. Und genau das bietet eben diese Plattform und die Organisationen jetzt, damit sich die Gründer darauf konzentrieren können, was sie wirklich selber als Know-how mitbringen, und beim Rest hilft man. In Nachtschichten an der Geschäftsidee fallen. Für junge Unternehmer bleibt oft kaum Zeit, sich um Rechtliches und Finanzielles zu kümmern. Ohne Gründerhelfer hätten es die meisten Startups hier nicht geschafft.